So, weiter geht's. Jetzt nehme ich mir mein Folium, klappe mir das auf, klappe mir diese Seite jetzt gerade mal nach hinten, dann habe ich nämlich mehr, ein klein bisschen mehr Platz hier und habe die Klappe nicht die ganze Zeit hier vorne. So, dann nehmt ihr eure Seiten und wie gesagt, ihr könnt, je nachdem wie ihr sie klebt, ihr beziehungsweise gestalten wollt, so werden die Seiten seitlich und hier ist jetzt die Öffnung praktisch nach oben. Dann könnt ihr halt, das könnt ihr euch gestalten, wie ihr wollt, wo ihr sie hinsetzt. Ich setze sie mir jetzt nochmal nach unten. Hier sehe ich gerade, ist die eine Lasche ein wenig länger. Das schneide ich mir ab. So. Und dann mache ich mir die Trägerfolie hier ab und positioniere jetzt, ja, das so am Rand direkt. Also ich schließe mit dem Papier, mit dem Designpapier praktisch ab. Und setze so meine erste Seite hier dran. So, dann nehme ich mir meine zweite Seite. Und setze die mir jetzt hier passgenau. Passgenau, das ist immer der Nachteil ans Digitape. Hier an meine zweite Seite dran. Mit Flüssigkleber hat man eben ein klein wenig mehr Spielraum und kann ein bisschen mehr spielen als mit Sticky-Tape. Ups. Na komm. Du musst sowieso hier dran, egal wie. So. Und das ist schief. Das ist gerade. So, meine dritte Seite. Und immer an die vorhergehende Seite ansetzen. Dann müsstet ihr relativ gerade kommen. Hier sehe ich gerade, habe ich einen kleinen Überhang von einer Seite. Das stört mich und das muss gleich weg. Gesetzt den Fall, ich finde meine Schneidematte.
Problem gelöst. Hier tanzt eine Seite aus der Reihe. Und das gefällt mir nicht. Das heißt, jetzt zeige ich euch einen Trick, wie ihr Sticky Tape wieder anlöst. Falls ihr das noch nicht wisst, einfach erhitzen. Dann könnt ihr es ganz leicht oder auch nicht wieder ablösen. Aber das ist kein Problem. Manche Leute würden jetzt einen Herzinfarkt bekommen, weil das Papier zerrissen ist. Ich nicht. Lässt sich ja alles wieder beheben. Also, wie ihr seht, auch bei mir läuft nicht immer alles glatt. Wäre ja auch noch schöner. So, jetzt probieren wir das Ganze. Probiere ich das Ganze nochmal etwas gerade hinzubekommen. Das tut nämlich dann immer in meinen Augen ein wenig weh. Aber das ist immer noch schief. Warum ist das schief? Weil ich meinen Hinge nicht gerade an meine Seite hinten angeklebt habe. Also, seid vorsichtig. Seid da ein bisschen genauer. Dann habt ihr am Schluss keine solche Zentimeterarbeit wie ich hier. Nicht Zentimeter, sondern Millimeter. Sprechen und rumbröseln ist hier ein bisschen, wenn ich sowas verhaue, immer ein wenig. Ja. So. Jetzt brauche ich noch mal ein wenig Tape. Wenn ich jetzt Flüssigkleber gehabt hätte, hätte ich es nicht mehr lösen können.
alles seine Vor- und Nachteile. So. So, jetzt habe ich hier unten meinen Riss. Da gehe ich jetzt schon mal mit meinem Candice-Zuckerschwämmchen, wo ich vorhin gewischt habe. Noch einmal ein bisschen drüber. So. So. Und so habe ich jetzt meine 5 Seiten als Wasserfallseiten hier drin. 1, 2, 3, 4, 5. Um dem Ganzen nochmal ein wenig Druck zu geben, gehe ich mit meinem Falzbein nochmal schön fest drüber. So. So, und als nächstes möchte ich mir eine Tasche hier oben an die Klappe von meinem Folio möchte ich mir da dran machen. Da komme ich dann aber nochmal wieder. Bis gleich!